Mitchell? Hier, Tanner. Bestätige Lieferung. Bestätigt. White ist in Gewahrsam. M und Bond befragen ihn jetzt. Raum 1. Sagen Sie uns, für wen Sie arbeiten. Ich wollte Sie schon immer sehr gern kennenlernen. Vespa hat so viel von Ihnen erzählt. Wissen Sie, was wirklich schade ist? Wenn sie sich nicht umgebracht hätte, hätten wir sie auch. Sie hätten alles für sie getan. Mr. White, Sie wissen, dass Sie sich nicht in England befinden und Gott weiß, wo Sie morgen sind. Sie erzählen uns schon noch von den Leuten, mit denen Sie zusammenarbeiten. Je länger es dauert, desto schmerzvoller wird es. Das Erste, was Sie über uns wissen sollten, ist, wir haben unsere Leute überall. Habe ich recht, Mitchell? Raus da! Ma'am, alles in Ordnung. Einer unserer Agenten wurde getötet. White wurde auch angeschossen. Es war Mitchell. Er ist auf der Flucht. Verzeihung, sagten Sie Mitchell? Ja, Mitchell, mein Bodyguard. Alarmieren Sie den Chef der Scanner-Station. Mitchell ist übergelaufen. Bond ist hinter ihm her. Mitchell darf nicht entkommen. Wir müssen ihn erwischen. Mein Name ist Muffix, MC Muffix, und ich begrüße euch zu einem weiteren Part Let's Play 007 Quantum of Solace, ein Quantum Trost, wie ihr es auch immer haben wollt. Ja, das war super cool. Wir befinden uns hier gerade, es wurde alles wunderschön gesagt, in Siena und sind auf der Suche nach Mr. White und versuchen ihn hier mal zu stoppen, Leute, der hier einfach mal so die Wache hier getötet hat. Das geht ja gar nicht. Spinnen Sie? What? Sorry. Habe ich den nicht eigentlich irgendwie 10-mal in den Rücken geschossen? Eigentlich hätte es den doch stören können, oder? Nee. In den Rücken schießen, das tut doch nicht weh. So. Verdammtes Gelump. Ducken. Und wo kommt? Achso, dahin. Okay. Komm, Leute. Sprint, Bond. Schneller. Oh nein. Komm, geht er, komm. Oh. Das ist dumm. Okay. Das ist also eine... okay. GF-18, okay. Das ist eine Automatikpistole. Okay, das ist ganz cool. So. Aber ansonsten hätten wir jetzt echt ein Problem gehabt. Kann man da irgendwie... kann man doch irgendwie drüber springen über die Deckung? Oder auch nicht. So. Oh! Wird der Raum gerade überflutet. Okay! Super! Ist ja richtig schön. Wenn die Läume überflutet werden, dann fühle ich mich gleich immer viel besser. Und wir haben keine Muni mehr mit dir. Oder fast keine mehr. So. Schon. Komm schon. Noch einen erwischt. So. Okay. Schnell. Schon. Sehr schön. Aber der ist eben wieder weggeflogen. Ist das, wäre egal. Ja, beim letzten Mal wollte ich noch eine Sache sagen. Wir haben ja dann aufgehört. Beim letzten Mal hatten wir ja das hammergeile Opening hier. Finde ich immer sehr schön, wenn hier die Spiele eigene Openings haben. Das muss ich sagen, ist immer echt sehr, sehr gut. Nicht so cool wie das von Bloodstone. Das von Bloodstone war noch ein Stückchen besser. Trotzdem ein sehr schönes Opening hier. Und dabei haben wir auch hier unter anderem die Namen Eva Green gelesen und irgendein russischer Name. zumindest das sind die beiden Bond-Girls eben aus dem Bond-Film. So, die eine, ich weiß nicht noch, wie der ist, Quantum Trost, das ist Camille. Ha! Ich kenne mich ja aus, Leute. Ein bisschen. So. Ist hier, haben die hier alle keine Uzis? Die haben mich alle beschossen mit der. Also die haben jetzt hier alle keine liegen. Okay. Also nicht so eine gescheite... hier sowas will ich. So, schmeißt du die Pistole weg. Und weiter geht's. Das ist ja mal eine geile Waffe. Wo geht's lang? Ich sehe ja nur überall überflutetes. Da komme ich doch her, oder? Und da kann ich auch nicht hin. Steigt das Wasser zufälligerweise? Das ist nicht gut. Ich will jetzt nicht sterben, weil ich nicht weiß, wo es weiterkommt. Ey, das ist ja so dumm. Kannst du da hochklettern? Komm schon, Bond. Kannst du mir denn erzählen, dass du da nicht hochklettern kannst? Bist du denn nicht so gebrauchen? So, da sind wir hergekommen. Sind wir da lang gelaufen? Warte mal. Kann ich mich da nicht einfach... Ach, komm schon, Bond. Nein, komm. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja! Drüber klettern. So, geht doch. Bäm! Bäm! Oh, die Uzi ist geil. So. Stellen Sie die, das Tor. Und wie? Muss ich das wissen? Was ist das? Da hinten ist irgendwas.
Okay, ich glaube, wir haben uns zerstört. So, ist das nicht irgendwie schlecht für uns? Wollen wir nicht irgendwie durch das Tor? Ach so, ah, damit wir durch können. Ah, natürlich, der Bond, der weiß doch alles. So, was stürzt ein? Alle stürzt ein, das ist ja schön. Ich sehe keinen halben Meter mehr weit. So. Komm. Ha, Glück gehabt. So, weiter. Hopp, 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 Bond. Keine Zeit zu schlafen. Zack. Wunderbar. Und dann bleiben wir noch so kurz in der Pause hier. Verdammt, ey, das war fies. Sowas macht man nicht. Ganz ehrlich, abhauen dann die dummen Minen da. Komm. Oh, linke und eine rechte und dann noch eine oben drauf. Ach, wunderbar. Komm schon. Und schon wieder irgendwie getasert, geschockt oder was auch immer worden. So. Übrigens, wenn wir schon mal bei Openings sind. Aber geil. Ah, 26 Sekunden. Ja, wunderbar. Ja, wenn hier alles auch verschüttet ist. Ja. Hilfe! Raus da! Delta 1, Schläfer. Das Team ist in Position. Achtung, hinter mir, Delta. Bond ist durchgekommen. Sie müssen ihn stoppen. Verstanden. Over. Schläfer, hier Fox 1. Der zweite Fluchtweg ist jetzt bereit. Da kommt er. Wir sehen ihn. Mitchell ist gerade... Okay, da sind sie. Das ist aber schön. Das freut mich ja. So, da kommen wir her. Wunderbar. Ich wollte noch eine Sache zum Opening erzählen. Melonen. Warum habt ihr die ganzen Melonen kaputt geschossen? Das wollte ich, Mann! Was seid ihr für kalte, herzlose Monster? Es sind meine Melonen! Meine! Ich fühle mich gekränkt, Leute. Du bist echt gut in Deckung. Kann man nichts dagegen sagen. So. Ah, jetzt. Bin ich im... Ah, kann ich nicht in der Deckung hier ins... Er geht immer ganz raus aus der Deckung, wenn er hier ins Fernrohr geht. Das ist echt dumm. Aber egal. Zumindest zum Opening wollte ich noch ein, zwei Wörter sagen. Das Opening von Quantum of Solace, also dem Film, fand ich eines der geilsten Openings überhaupt. Das ist ich weiß nicht mal, wie es heißt, wie das Lied heißt, aber es ist halt von Jack White und Alicia Keys. Also ein wirklich hammergeiles Opening. Ey, der Song, der da ist, ey, Leute. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, wie er heißt, aber lässt sich ja sicher googeln. Der ist so super, super, super gut und einer meiner absoluten Lieblings-Bond-Openings. Muss man wirklich sagen, das ist hammermäßig geil. So. Kann ich hier hoch? Ah, sehr schön. So. Da kann ich hochgehen, okay. Das Spiel macht manchmal nicht so einen guten Job und erklärt, wo man hin muss. Was machen Sie da? Das ist gut. Hey! Ach komm schon, Mädel, komm zurück! Fand ich aber nett. Das fand ich gerade gut. Warum bin ich jetzt eigentlich da runtergegangen? Weil ich blöd bin? Könnte hinkommen. So. Ich war hier da gerade. Oh, warte. Ah, da sind ja noch Melonen. Bam. 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 Die Melonenphysik ist in jedem Spiel das Wichtigste. Hier ist sie gar nicht so gut. Erinnere mich immer mit Metal Gear Solid. Rising Revenge da. Da geht in dem Spiel geht es nur um wehrlose Melonen, die man töten muss. Okay. Jetzt weiß ich aber trotzdem nicht, wo ich lang muss. Sollen wir denn vielleicht durch die Wohnung von der gehen? Komm schon. Ah, wir müssen echt lang gehen. Ja. Mach auf! Bond ist da! Ich dachte, Bond bekommt jede. Warum kannst du die jetzt nicht bekommen? Ich bin enttäuscht von dir. Machst deinem Job keine gute Ehre. Wow! Ey, schau dich mal an. Ganz geil sieht das hier eigentlich aus. Schau dich mal diese Weitsicht an. Sieht echt hübsch aus. So, aus der Bahn. Da hinten. Ah! Schalte den Widerstand aus. Wo ist der? Wie wollte ich sagen? Wo ist der Widerstand? Fast keinen gefunden. Eine Sekunde aus der Deckung und schon tot. Das ist fast kein Widerstand. So. Da ist irgendwas, was ich abschießen kann. Ha! Ja, wurde getasert.
So. Okay. Ah, da kommen ja schon die nächsten. Wartet, wo? Hier ist mein schönes Gewehr. So. Bam. Also die sind jetzt... Die sind nicht gerade so super im Zielen. Fällt mir gerade so auf. Geht Deckung? Hä? Wo kommst du denn her? Verdammt nochmal. Wo kommt der denn her? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Wo kommt der Zelle her? Egal. Was ist hier? Ein Handy. Hallo? Wer wurde angerufen? Hier ist Bond. Bond. Bond am Apparat. Hallo, Bond. Apropos, ich habe hier den wunderschönen Gag gebracht. Das ist mein Name Muffix, MC Muffix. Gag muss ich immer wieder drüber lachen. Mein Name ist Fritz. Pom! Fritz. Und ich habe die Lizenz zum Töten. Finde ich immer sehr gut. So. So. Schön nachgeladen. Alles schupper. Weg da. So, den haben wir. Okay, mit einer Pistole regelt sich immer noch am besten hier. So. Ist das die bayerische Flagge? Sind wir hier in Bayern? Glaube ich eher nicht. Aber sieht ein bisschen aus. Sollen wir da runterhüpfen? Ich bin surfless. Ich glaube, wir müssen da hinhüpfen. So. Ich dachte, da kommt wieder so eine coole Animation. Bam! Wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Bam! So will ich das haben. Alle im Nahkampf weghauen. Okay. So, Muni, okay, wir haben ja ganz gut wieder eigentlich mit dem Muni. So, und was heißt eigentlich diese Eins? Ich glaube, dass wir eine Granate haben. Sieht aber irgendwie merklich aus. Ein Handy? Wer lässt hier bitte sein Handy zurück? Die Domo-Galerie wird renoviert. Ach, ist das nicht schön, Leute. Das fehlt mir hier noch für meine... das ist so wichtig, Leute. Ach, das ist ja unglaublich wichtig. So, da liegt eine Rocker. Nee, die will ich nicht haben. Blei lieber bei meiner. So, wo müssen wir denn lang? Da müssen wir lang, oder? Kein Ding. Spring ich einfach mal locker flockig hier rüber. Ich werde sterben. Schön warten. Ich dachte, da wäre keiner. Jetzt sterbe ich. Okay, da oben. Komm schon, wo ist sie? Da ist sie. So. Ding, dong, dong. So, wir machen einfach mal hier, wo sind wir eigentlich? Irgendwo Italien. Wir machen jetzt zumindest halb Italien kaputt. So stelle ich mir das vor von einem guten Bond. Ein guter Bond muss immer alles kaputt machen, Leute. Sonst ist ja kein guter Bond. So, da oben ist einer, der nicht aus seiner Deckung rauskommen will. So, komm. Komm. Das gibt's doch nicht. Ach, sag mir doch das. Habe ich keine Muni mehr? Achso, er musste nachladen, okay. Jetzt sag mir doch, dass man die Sachen hier, die Deckung hier kaputt schießen kann. So. Hör nicht mal auf nachzuspawnen. Das kommt mir gerade nicht so vor. Ich schieße auf die, sterben, es kommen neue nach. Oh. Das war jetzt nicht ich. Egal. Ja. Das ruft meine Versicherung an unter der 00001.
Mussten Sie Mitchell töten? Hätten Sie ihn nicht herbringen können, um noch etwas aus ihm rauszuquetschen? Haben wir White noch? Er ist geflüchtet. Wir stehen wieder am Anfang. Was wissen wir über Mitchell? Er wurde von einem haitianischen Konto ausbezahlt, das einem Geschäftsmann namens Dominic Green gehört. Ich habe ihm gerade sein Foto geschickt. Er trifft jemanden hier. General Medrano, wir haben Gerüchte über einen Putsch in Bolivien gehört. Vielleicht ist Ihr Mann Green auch darin verwickelt. Bolivien leidet unter extremer Dürre. Die Menschen sind verzweifelt. Medrano hat die Regierung untergraben und will die Macht an sich reißen. Wer ist diese Frau? Camille Rivera, bolivianischer Geheimdienst. Sie hat versucht, Medrano zu töten. Moment, Green hat gerade einen Flug nach Bregenz in Österreich gebucht. Folgen Sie ihm, Bond. Medrano finden wir leicht. Ich brauche Sie an Green dran. Tanner, Green ist im Opernhaus von Bregenz. Glauben Sie, wir verschwenden unsere Zeit? Vielleicht mag er Opern. Dann hat er aber die falsche Nacht gewählt. Es ist geschlossen. Okay, in Österreich sind wir jetzt hier. Ach, ist das nicht schön. So, klinken wir uns mal erstmal schön in die Kamera rein und spionieren hier die Opernsänger aus. So. Wir haben wohl nur teilweise Zugriff. Vorsicht vor den Infrarotkameras, Bond. Lassen Sie sich von den Roten nicht sehen. Ich kann Green sehen. Okay, nicht sehen lassen. Okay, so schnell. Okay, so schnell verabschiedet mache ich nicht. Wo ist hier überhaupt eine Rotlichtkamera? Okay. Ach so, okay. Sieht man schon eindeutig. Ich dachte, das ist jetzt irgendwie nur so ein kleiner roter Punkt oder sowas. Das wäre dumm gewesen. So, und? Ist es nicht die Stromversorgung? Wo ist sie denn? Ach so, okay, gut. Aus? Sehr schön. Okay, sehr gut. Ach, Leute, der Master of Stealth sind wir. Der Master of Stealth. So. Alles gut, alles schön. Leise sein, Bond. Sie sind an etwas dran. Wir sammeln noch Informationen. Ich melde mich bald wieder. Aktivieren wir den linken Schalter und aktivieren wir den rechten Schalter. Okay, ich dachte, da kommt das irgendwas Schlimmes. Hä? Nein, linken Schalter. Hä? Das Ding ist verwirrend. Das Ding ist verwirrend. Hä? Du sollst doch nur runtergehen. So... Runter! So! Okay, ist doch nicht so schwer. So, oder doch? Hä? James Bond, Quantum of Solace, das härteste Rätselspiel ever. So. Warum geht es jetzt wieder nach oben? Es soll doch nur so sein, ja, so. Ja. Und jetzt ist der Strom. An wie komme ich da jetzt durch? Warten wir kurz. So. Rätsel in Shootern. Sind genauso wie Hüpfabschnitte in Shootern. So. Wenn ihr eine Wache vorsteht, das Elite-Team nach. Gehen Sie leise und nähern Sie sich. Okay, sowas habe ich mir vorgestellt. Einen guten Stealth-Abschnitt, Leute. Der gehört einfach zu einem guten Bond-Game dazu. Bam. Und weg ist der. So. Schallgriff Waffe aber nicht. Das finde ich nicht so cool. So, das wird die Sache nämlich ein bisschen leichter hier machen. So, verfolgen Sie die Patrouille. Okay. Da ist einer. Ey, wie der von Deckung zu Deckung hüpft. Offensichtlicher geht's hier gar nicht mehr. Einer. Da ist nur einer, aber ich weiß nicht, wie wir rüberkommen sollen zu dem. So. Das hast du nicht gehört. Das war nur ein großer Stein. Ein sehr großer Stein. Alles ist gut. So. Im besten Fall müssen wir gar nicht mit ihm kämpfen hier. Oder... auch nicht. Hä? Was ist denn das?
Hä? Kann ich hier nicht irgendwie hoch oder so? Achso, warte. Warte. Hä? Und wie komme ich da hoch? Ich bin kurz davor, den einfach abzuballern. Das ist mir jetzt wurscht. Hä? Was soll ich denn hier machen? Spiel! Erklär mir, wo ich hin muss und wo ich hoch kann. So. Da. Und. Bam! So. Ha, der Master aus Delft hat wieder zugeschlagen. Mehr oder weniger. So, Leute, wenn ich auf die Uhr schaue, dann sind wir jetzt hier eigentlich schon mit dem Part durch. Ich würde sagen, wir machen nun auch einen kleinen Cut, Leute. Beim nächsten Mal geht es dann hier schön weiter mit Let's Play 007 Quantum of Solace. Und dann versuchen wir uns hier weiter durchzustelfen. Bis dahin, euer Dempsey Muffix, haut rein und auf Wiedersehen. Tschüss!